Ja, lieber Marc, liebe Freunde, liebe Mitglieder, liebe Gäste, schön in diese Halle hineinzuschauen. Diejenigen, die im Livestream uns verfolgen, sehen das ja nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Halle 500 Leute fasst und sie ist fast gefüllt. Also vielen Dank, dass Sie gekommen sind, durch die Antifa durch, sich getraut haben und hier Flagge zeigen. Ich glaube, das ist ein großartiger Tag für unsere AfD-Bundestagsfraktion. Vielen herzlichen Dank. Und es ist auch schön, solche Reden zu hören, eine nach dem anderen. Ich war ja letzte Woche auch in Berlin im Deutschen Bundestag. Da ist es immer so, wenn ein AfDler redet, dann muss man erstmal 6, 7 Redner von den Altparteien aushalten, bevor der nächste wieder drankommt. Und das ist dann wirklich auch gar nicht so einfach, diese Woche zu durchstehen mit so viel Hass und Anfeindungen und Hetze, die im Deutschen Bundestag im Moment auch gegen uns vorgebracht werden. Und dann reden die immer von den sogenannten Mitgliedern der demokratischen Fraktionen und meinen alle anderen außer uns. Aber wenn man sich dann anschaut, was im Deutschen Bundestag so läuft, dann muss man sagen, es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Beispielsweise letzte Woche war wieder eine Wahl des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Da haben wir eigentlich ein Anrecht drauf, seitdem wir im Bundestag sind, einen Vizepräsidenten zu stellen. Und wir haben jetzt schon den ungefähr 15. Kandidaten präsentiert. Diesmal war es mein Kollege Marc Bernhard, der angetreten ist, und auch er wurde wieder nicht gewählt. Liebe Freunde, was die Parteien da machen, das ist genau das Antidemokratische, was sie uns immer vorwerfen. Und wir werden nicht locker lassen, bis wir auch die vollen Rechte im Deutschen Bundestag genießen werden, mit Ihrer Unterstützung. Vielen herzlichen Dank dafür auch. Ja, es wurde schon gesagt, ich bin Obmann im Wirtschaftsausschuss, habe aber dann noch verschiedene andere Funktionen, bin auch bei Markus Frohnmeier mit im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er hat vorhin ja schon ein bisschen referiert über die Unsummen, die geleistet werden von Ihnen, von uns als Steuerzahler in alle Welt. Aber ich bin auch in einem anderen Gremium, das mir besonders viel Freude macht. Da hat man uns reingelassen, nämlich beim FC Bundestag. Wissen viele nicht, da gibt es also einen Fußballverein, der nennt sich FC Bundestag. Darf man fraktionsübergreifend dann einen Antrag stellen, dort mitspielen zu dürfen. Ich musste mich aber erst mal vor einem Vorstandsgremium verantworten, ob ich nicht irgendwie rechtsradikale Tendenzen habe. Aber nach intensiver Prüfung hat man dann doch entschieden, mich mitspielen zu lassen, und man hat mir die Position rechts außen gegeben. Das mache ich sehr gerne. Und habe auch Fußballgeschichte geschrieben, indem ich kurz vor Weihnachten das erste Tor geschossen habe als AfD-Politiker, liebe Freunde. Und weil der Kollege Marc Jongen eben gerade gesagt hat, wir sind eigentlich die Partei, die judenfreundlich sind, die gegen Israelfeindlichkeit vorgeht. Wir haben kurz vor Weihnachten ein Benefizspiel gemacht, ein Solidaritätsspiel gegen TuS Maccabi Berlin. Das ist also eine jüdische Mannschaft, die in den letzten Monaten auch sehr unter Druck stand und bedroht wurde und mit Personenschutz auf das Spielfeld geleitet werden musste. Jedenfalls, wir haben uns entschlossen, als Fußballmannschaft des FC Bundestags dort zu spielen. Wir haben leider 4-1 verloren. Die sind halt einfach besser gewesen als wir. Aber hinterher gab es dann noch ein gemütliches Beisammensein im Vereinsheim von diesem Verein. Und ich saß da so am Tisch, und die Spieler von TuS Maccabi Berlin, die haben dann so neugierig gefragt, von wem jeder Politiker ist, welche Fraktion. Da kam die Frage auch an mich, da habe ich dann gesagt, selbstbewusst, ich bin von der AfD-Fraktion. Und dann war es interessant, unisono haben die Spieler, die ringsum von mir gesessen sind, gesagt, das ist der Richtige, schön, dass Sie da sind. Sie sind der Politiker, der uns schützt. Danke, dass Sie heute Abend mit uns essen. Also von daher, ich glaube, der Rückhalt ist größer, als viele von uns denken, aber im Moment ist natürlich eine richtige Stimmungsmache gegen uns. Das haben wir jetzt gerade auch gemerkt am Sonntag in Heidelberg. Mein Wahlkreis ist Heidelberg, da gab es ein Neujahrsfest
Der Oberbürgermeister hat dann seine Ansprache unter Missachtung des Neutralitätsgebotes missbraucht und gehetzt gegen die AfD, aber auch gegen die Freien Wähler aus Bayern, interessanterweise, hat erzählt von seiner Kur, die er in Bayern gemacht hat. Und da hat er voller Empörung erzählt, dass in dem kleinen Ort, in dem er war, da wäre die Zustimmung für die Freien Wähler sogar 40% gewesen. Eine Partei, die demokratie- und verfassungsfeindlich sei, so sprach er. Und dazu kommt noch 30% für die AfD. Das sind ja insgesamt 70% verfassungsfeindliche, demokratiefeindliche Menschen. Wir werden uns jetzt mal das nochmal anschauen, diese Rede, und behalten uns vor, dagegen rechtlich vorzugehen. Jedenfalls, dann haben wir einen Stand gehabt, wie alle anderen Parteien auch. Und ich denke, nicht zuletzt aufgrund dieses Aufhetzens hat sich die Antifa zu unserem Stand begeben, hat ihn blockiert. Keiner konnte mehr zu uns kommen, sich informieren über unsere Arbeit von den Stadträten und von mir als Bundestagsabgeordneter. Eine Antifa Aktivistin, wie man so schön sagt, hat sich dann zum Stand gedrängt und hat erbrochen auf unsere Literatur. Solche schäbigen Sachen werden da gemacht. Dann hat sich ein sogenannter Flashmob gebildet und sie haben gesungen gegen den Faschismus. Die Halle musste gesperrt werden. Draußen waren 250 Leute, die konnten gar nicht mehr rein, also nicht mal zu allen anderen Ständen. Da haben sich natürlich auch viele geärgert darüber. Und in diesem ganzen Tohuwabohu kam dann die Einsatzleiterin der Polizei rein und kam zu mir und hat gesagt, ja, wer ist der Ansprechpartner für diesen Stand? Ist eigentlich ein Stadtrat gewesen, der war gerade nicht da. Ich habe gesagt, Sie können aber auch mit mir reden. Da hat sie gemeint, ja, wir haben uns gerade besprochen von der Polizei und wir denken, die beste Lösung wäre jetzt, wenn Sie den Stand abbauen und aus der Halle rausgehen. Ja, dann könnten wir das Ganze befrieden. Da habe ich natürlich keine Sekunde gezögert, habe gesagt, wir denken im Traum nicht daran, wir werden niemals weichen, wir werden bis zur letzten Sekunde hier unseren Stand aufrechterhalten. Und darauf können Sie zählen, wir lassen uns von all dem nicht beeindrucken. Ich wollte eigentlich noch ganz viel erzählen über Wirtschaftspolitik, aber ich sehe, die Zeit ist jetzt schon fast zu Ende. Lassen Sie mich nur eins noch sagen, wenn ich im Gespräch bin mit Wirtschaftsunternehmen, mit Wirtschaftsverbänden, dann wird immer gesagt, drei Punkte, die im Argen sind in unserem Land. Ein Punkt ist die Bildungsmisere, damit eingehend natürlich auch der Fachkräftemangel. Ein zweiter Punkt, der Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat. Und der dritte Punkt ist die Energiekrise, hohe Energiekosten, aber auch Bürokratie. Unser Land versinkt in Bürokratie und deswegen haben wir in der letzten Woche im Deutschen Bundestag beispielsweise auch einen Antrag, einen Gesetzesantrag eingebracht, der kam aus meiner Feder, dass wir ein Gesetz mal herausgegriffen haben, wo unsere Unternehmen überbordend überlastet werden. Das ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Da sollen also Unternehmen für Menschenrechte in der ganzen Welt in Haftung genommen werden. Solche und viele andere Gesetze würden wir rückabwickeln, wenn wir in der Regierung sind. Da können Sie sich drauf verlassen. Und wenn in USA es heißt America first, dann können wir zu Recht in Deutschland ja auch sagen, Deutschland zuerst, das ist unser Anspruch, Industriestandort sichern. Und weil es ein Neujahrsempfang ist, sollen meine letzten Worte heute an Sie gerichtet sein. Lassen Sie uns auch die christlichen Werte in unserem Land hochhalten. Mit Geschlossenheit, mit Geduld, mit Ausdauer werden wir dieses Land wieder auf die Beine stellen und umkrempeln und wieder erfolgreich machen. Danke, dass Sie da sind und ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen. Gottes Segen Ihnen. Applaus